Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video werden wir etwas sehr Besonderes machen, denn wie ihr seht, bin ich nicht zu Hause. Ich bin in einer DM-Filiale und es ist noch sehr früh morgens. Ich werde gleich versuchen, in 5 Minuten so viele Dinge, wie es nur geht, hier zu kaufen und für euch dann in diesen Einkaufswagen hier zu legen. Und alle Produkte, die ich hier kaufen werde, werde ich am Ende an euch verlosen. Und falls ihr es noch nicht wusstet, seit ein paar Tagen gibt es New in jedem DM in Deutschland und Österreich. Und deswegen werden wir hier auch als alle erstes mal den New-Aufsteller suchen. New sind ja Haarpflegeprodukte, deswegen gehen wir jetzt mal in die Haarpflegeabteilung, um da die Produkte zu finden. Und wie ihr seht, sind hier einmal ganz viele Shampoos und Spülungen. Und hier ist dann auch schon der Aufsteller mit den ganzen Produkten. Und oh mein Gott, das ist irgendwie total heftig, den zu sehen. Ich habe euch ja schon in einem meiner letzten Videos so ein paar Besonderheiten zu diesem Aufsteller hier erklärt. Und zwar einmal ist das Geschenkset wirklich nur auf diesem Aufsteller hier erhältlich. Und der Aufsteller ist wirklich mega groß. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich eigentlich auch schon relativ groß bin. Und deswegen ist es voll heftig, jetzt einfach so daneben zu stehen. Mit all dem ganzen Gedöns drumherum und dem Bild hier oben ist der Aufsteller sogar über 2 Meter, was einfach eine sehr coole Größe für einen Aufsteller ist. Also hier seht ihr einmal die Geschenkset. Dann ist hier einmal die Kokoslinie. Also einmal das Inspire With Me Coco Shampoo und auch die Spülung. Und dann gibt es auch nochmal hier unten die Rosenprodukte. Das ist das Sparkle on the Rose Shampoo und die Spülung. Und zu New gibt es auch nochmal ein Gewinnspiel. Und das Gewinnspiel hat jetzt eigentlich gar nichts mit diesem Video hier zu tun. Also nicht verwechseln. Wenn ihr an diesem New-Gewinnspiel teilnehmen möchtet, dann müsst ihr einfach nur Be New auf Instagram folgen und ein Bild von New posten, und zwar bis zum 31. August. Verwendet bei dem Bild dann auch die Hashtags New und den Hashtag MeetXLater und vergesst natürlich auch nicht, New auf dem Foto zu markieren. Und mit etwas Glück seid ihr dann schon dabei. Und ich sage euch jetzt auch nochmal, was es zu gewinnen gibt. Der erste Preis ist ein Meet and Greet mit mir und ihr bekommt auch noch ein iPad und eine Furla-Handtasche. Wenn ihr auf dem 2. oder 3. Platz landet, dann gewinnt ihr auch ein Meet and Greet mit mir und auch noch eine New-Produktbox. Und wenn ihr auf dem 4. bis zum 10. Platz landet, dann bekommt ihr auch eine Produktbox. Wenn ihr kein Instagram habt, dann könnt ihr natürlich trotzdem sehr gerne an der Verlosung teilnehmen, denn auf der Website gibt es ein Formular und da könnt ihr dann auch euer Foto mit New hochladen. Und das war es jetzt auch schon zu diesem Gewinnspiel hier. Ich wünsche natürlich allen Leuten, die daran teilnehmen, ganz viel Glück. Und wir gehen uns jetzt mal einen Einkaufswagen holen und fangen dann jetzt endlich mal an mit meinem DM-Haul. Okay, ich bin jetzt wieder am Eingang von der Filiale und nehme jetzt meinen präparierten Einkaufswagen. Wir haben hier nämlich auch eine Kamera dran. Oh Gott, ich bin gerade echt aufgeregt. Ich muss jetzt ja in den 5 Minuten eigentlich echt schöne Sachen für euch zusammensuchen. Falls ihr den ganzen Inhalt von diesem Einkaufswagen hier gewinnen möchtet, dann müsst ihr einfach nur einmal Abonnent von diesem Kanal hier sein. Dann diesem Video hier einen Daumen nach oben hinterlassen und mir in die Kommentare schreiben, welches DM-Produkt euer absolutes Must-Have ist. Also worauf könnt ihr nicht verzichten, was holt ihr euch regelmäßig hier im DM? Und ja, ihr müsst einfach nur diese 3 Sachen machen und dann habt ihr auch schon an dieser Verlosung teilgenommen. Ich wünsche natürlich allen Leuten ganz viel Glück und die allgemeinen Teilnahmebedingungen und auch noch alle weiteren Informationen findet ihr dann in der Infobox und wir fangen jetzt an. Okay. Okay, ich habe mich jetzt schon mal gut positioniert und dann fangen wir an. 3, 2, 1. Okay, als erstes kommt ein Parfum da rein und dann renne ich auch schon direkt weiter und zwar zu der Hautpflegeabteilung. Was nehmen wir hier? Was nehmen wir hier? Oh Gott! Ich nehme einfach irgendwie alle Produkte, die ich gerade sehe. Also alles, was mit Hautpflege zu tun hat. Ah, hier sind auch die Sachen von Paola. Und Abschminktücher und all der ganze Kram, weil das braucht man ja auch immer. Und dann auch noch Masken. Wo sind Masken? Okay, hier sind Masken. Davon nehme ich auch ein paar. Und dann nehme ich einfach alles, was es hier auf diesem Aufsteller gibt. Nein, mein Wagen! Okay, weiter geht es. Hier sind Nagellacke. Zahnpasta braucht ihr, glaube ich, nicht. Das ist jetzt auch nicht so spannend. Obwohl, so eine Zahnbürste braucht man doch auch immer. Ich nehme mal... Nein, welches ist schön? Ich will hier die rosane. Ah! Okay. Dann geht es weiter mit Schminke. Ich muss jetzt voll drauf aufpassen, dass ich nicht die Tester kaufe, weil das wäre nämlich mega doof. Dann hole ich noch eine Mascara. Keine wasserfeste, weil ich weiß, dass ihr das nicht mögt. Foundation ist zu schwierig wegen den Hauttönen. Oh mein Gott, hier gibt es einen Einhornpinsel. Ich würde sagen, wir gehen... Oh, hier ist noch NYX. Okay, dann sind wir jetzt erstmal bei NYX. Ich hole
Lippenprodukte mit. Und ich habe auch noch hier die Palette, weil die mögt ihr auch. Ist auch kein Tester. Dann ein Beauty Sponge. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann bin ich jetzt hier bei Essence. Da hole ich auch einige Sachen mit, weil ich weiß, dass ihr die Produkte immer ganz gerne mögt. Oh Gott, was gibt's denn hier alles? Mascara. Und was ist das hier? Auch so ein Beauty Sponge. Oh mein Gott, der Highlighter sieht sehr gut aus. Und was ist das hier? Ich habe keine Ahnung, das war sowieso ein Tester, das ist nicht gut. Ich nehme mal das hier mit. Und dann würde ich sagen, vielleicht noch, nee, Augenbrauen ist auch doof. Vielleicht noch ein Eyeliner. Okay, okay. Nein! Hälfte fällt runter. Was ist das hier? Sind das einfach alles Masken? Okay. Da habe ich ja einfach so Masken. Das sind sogar welche aus Spitze. Mega verrückt. Hinter euch ist gerade Fußpflege. Das brauchen wir nicht. Deo ist, glaube ich, auch ganz praktisch. Dann nehme ich eins davon. Oh mein Gott. Die Handcreme ist sehr, 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 sehr süß. Handschaum. Nehme ich auch noch das hier mit von Belou. Seife ist unspannend. Unspannend, unspannend, unspannend. Dann. Die hier, die mag ich. Der Rest ist Anti-Aging, das braucht ihr nicht. Das hier ist auch noch irgendwas Cooles. Lippenpflege, Lippenpflege ist immer gut. Dann nehme ich jetzt, nein! Nehme ich erstmal den hier mit, ein Eos. Nein, 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 nein. Und dann nehme ich noch hier die Produkte mit. Dann gehen wir weiter zu Trockenshampoo. Dann nehme ich mal das hier mit. Rasierer. Ja, warum nicht? Der sieht ganz süß aus. Echt jetzt? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich brauche irgendeine gute Abteilung und dann kaufe ich einfach alles, was es gibt. Ah! Okay, wo soll ich hin? Ich glaube, ich gehe wieder zu Schminke. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich kaufe einfach echt alles, was es irgendwie geht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Es hat noch gezählt. Aber die ganzen Sachen hier, die ich umgeworfen, also die, das zählt doch auch noch, oder? Nein. Oh Mann. Ich würde sagen, das wäre jetzt schon so erfüllt, das Ziel. Wir gehen jetzt als nächstes zur Kasse. Ich kann nämlich gar nicht einschätzen, wie hoch jetzt der Warenwert ist, weil ich genau gar nicht dabei nachgedacht habe, was ich jetzt eingekauft habe. Und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich weiß nicht, wir können auch was schätzen. Sollen wir schätzen? Ich bin aber voll schlecht im Schätzen. 100 Euro? Ich weiß es nicht. Ist es mehr? 120. Jonas sagt 120. Okay, wir schauen mal. Ich habe übrigens manche Sachen einfach dreimal gekauft. Wir sind jetzt übrigens bei 225 Euro. Das heißt, ich habe mich mega verschätzt. Aber ist ja gut für euch. Ich habe super geschätzt. Also wie ihr das jetzt gerade schon gesehen habt, ihr könnt diesen kompletten Einkauf hier gewinnen, der einen Warenwert hat von 300 Euro. Also ich würde sagen, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr hier den Inhalt von diesem Einkaufswagen gewinnen möchtet, dann müsst ihr einfach nur, wie gesagt, Abonnent von diesem Kanal hier sein, dann diesem Video hier einen Daumen nach oben hinterlassen und mir in die Kommentare schreiben, was so euer Lieblingsprodukt aus dem DM ist. Also was kauft ihr immer regelmäßig ein und mit etwas Glück habt ihr dann schon diese Produkte hier im Wert von 300 Euro gewonnen. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne an dem New-Gewinnspiel teilnehmen, wenn ihr Bock darauf habt.
Und ansonsten, falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit übrig habt, da könnt ihr sehr gerne hier oben auf das i klicken. Dort findet ihr einige weitere Videos von mir oder ihr könnt euch auch eins von diesen beiden Videos hier anschauen. Das ist einmal mein letzter Live-DM-Haul und das hier ist einmal ein Video, in dem meine beste Freundin mich zu einer Drag Queen geschminkt hat. Hier sind meine Social-Media-Seiten, hier könnt ihr mich abonnieren und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!